Die Challenges hier bei Mario Kart 8 Deluxe werden immer seltsamer und deswegen geht es heute um, ja, Kunst. Wir spielen den Triforce Cup und dazu habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erstmal, wir fahren natürlich gespiegelt, das ist ja klar, mit Link, passend zum Triforce Cup, den Triforce Glide habe ich leider nicht freigeschaltet. Macht nichts. Allerdings, bei jedem Itemtreffer, den ich erleide, muss ich meinen Controller hinlegen, mir einen Stift nehmen und ein Triforce zeichnen. Ihr seht das Ganze voraussichtlich auf dem Kopf, das weiß ich nicht. Kann sein, ja, die Kamera guckt nämlich von oben drauf. Die Schwierigkeit dabei ist eben, bei jedem Treffer, den ich erleide, kann ich nicht mehr fahren. Das Ganze gilt ebenfalls, wenn ich von der Strecke falle. Und ja, das war's. Jo. Wir beginnen in Wii Varios Goldmine, wie immer in jedem DLC Cup. Beginnen wir mit zwei Retro-Strecken. Und die Rainbow Road ist eben das, wo ich am meisten vor Schiss habe, muss ich ehrlich sagen. So. Oh. Man sollte eventuell dann auch mal vom letzten Part die Challenge deaktivieren. Im letzten Part sind wir gefahren, ohne Knöpfe zu betätigen. Das war ganz schön schwierig, muss ich sagen. Hat dann aber irgendwie auch hingehauen. Ich weiß nicht mehr, wie es geklappt hat, aber ja, hat funktioniert. Bin leider nur insgesamt Zweiter geworden, damit war die Challenge natürlich failed, aber macht ja nichts. Diese Challenge hier ist wieder außerhalb des Gameplays. Zumindest zum Großteil. Und deswegen wieder die, in Anführungszeichen, Handcam bzw. Stiftcam, kann man dazu, glaube ich, jetzt eher sagen. So, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich die Triforce zeichnen kann. Ich glaube, ich werde ein Dreieck machen und dann in dieses Dreieck noch ein Dreieck reinzeichnen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. So umgedreht. Das Schwierige ist dabei eben, das Ganze auf Speed zu machen, weil zwei Dreiecke zeichnen ist jetzt nicht gerade so das Schnellste. Ein Strich geht schneller. So, da können wir auch zählen, wie viele Itemtreffer wir insgesamt erlitten haben. Hauptsache, ich vergesse es nicht. Wenn ich jetzt hier sowas wie ein Swoopola oder so treffen würde, dann würde das nichts machen. Und yay. So, am Ende werde ich das Ganze dann auch nochmal ranzoomen. Dann könnt ihr es nochmal in der Gänze betrachten. Ah, wunderschön. Das hat mich jetzt leider einen Platz gekostet. So. Wenn, wie gesagt, wenn ich von so einem Swoopola getroffen werde und ich dadurch keine Münzen verliere, also ja, kein Schaden erleide, muss ich nicht zeichnen. Halt nur, wenn ich rotiert werde, runterfall, vom Aikido gerettet werde, etc. Also bei Treffern. Ja, glaube ich, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. So, bisher läuft es. Blitz und Stachy ist natürlich scheiße in so einer Challenge. Vor allem eben der Blitz. Ja, Blooper zählt auch nicht, ne? Dadurch wäre ich ja auch nicht ausgebremst, deswegen. Der zählt nicht. Nur damit wir da keine Missverständnisse haben. So, genug zu den Regeln der Challenge. Bisher läuft es, ich bin Platz 1. So, ich hätte jetzt lieber so ein sicheres Item gehabt, anstatt eine Münze. Die hat mir jetzt eh nichts gebracht. So eine Banane oder so wäre ganz geil gewesen, damit eben der von hinten mir nichts mehr reinjagen kann. Zum Beispiel. Oh, das ist wunderschön. Zum Beispiel einen roten Panzer. Aber hat er jetzt eh nicht mehr. Eine Hupe, perfekt. Kommt zwar ein bisschen spät, aber kann man mal machen, ne? So, das war der zweite Blitz in dem Rennen. Lässt mich natürlich hoffen, dass es in den nächsten Rennen keine Blitze gibt, aber man weiß es ja nie. Ha, wunderschön. Drei Stück schon. Also das hier ist echt erstklassig mit der Spitze oben. Beziehungsweise bei euch unten. Ha, geil. So, Rainbow Road. Da ist eben das große Problem, das Runterfallen. Das könnte hier beide das Schwierige werden. Mal gucken, wie es ausgeht. Wenn ich einmal runterfalle, wäre es okay, aber mehrere Male wären eben scheiße. Das Gute ist, wenn ich runterfalle, dann habe ich ja erstmal so eine Sekunde, bis Aikido mich wieder auf die Strecke holt. In der Zeit könnte ich eventuell schon einen Controller weggelegt haben. Also, Itemtreffer ist schlimmer, denke ich mal. So, wieder auf dem ersten. Sehr gut, ich sollte mir schon mal so einen schönen Vorsprung aufbauen. Auf der Strecke hier geht das ja relativ leicht. Na gut, die Strecke ist auch relativ kurz. Hier kann natürlich jeder Treffer was bedeuten. Das ist der Nachteil. Auf der Strecke ist es aber auch gefühlt einfach, die Koms so ziemlich abzuhängen.
Das war knapp in dem Steinblock. Aber ist ja nochmal gut gegangen. So, ein Double-Item wäre jetzt nice, aber das erste Item auf der Strecke ist ja nie ein Double-Item. Ja klar, und ich kriege natürlich nur eine Münze, wenn von hinten ein roter naht. Ja, seems legit. Seems legit. Und dann kommt da direkt das nächste Item von hinten. Oh Gott. Oh Gott. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. So, Blooper zählt ja nicht. Mhm, klar. Die Hupe kommt natürlich genau bei mir. Ist klar, ne? Ja, wenn man im Mittelfeld ist, dann ist man natürlich verloren. Weil da kriegt man nun mal die meisten Hits ab. So, sehr gut ingedriftet. Aber das heißt ja nichts. Ja, doch, heißt doch was. Ich bin Erster. Ja, moin. Und hab noch zwei Grüne. Und, was krieg ich noch? Na, ja, eine Münze. Boah. Die bringt natürlich nichts. Wenn jetzt ein Roter von hinten kommt, muss ich beide Panzer nach hinten werfen, damit ich die sicher zerstöre. Der ist ja leider nicht exakt hinter mir immer. Fuck! Was mache ich da? Ja, Controller weglegen. Oh, da bin ich jetzt selber schuld. Ja, klar! Klar wirft er genau nach hinten. Oder die Tusse. Ja, klar. Klar. Seems legit. So, Pilz. Aber wieso nehmen alle anderen Comps auch die Abkürzung? Betrug, 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 Betrug! Zweiter. Mann! So, jetzt sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Triforcen auf dem Blatt. Man. Immerhin, mein Hauptkonkurrent wurde nicht Erster. Ah, ist doch schon mal schön zu wissen. So, die erste neue Strecke in Mario Kart 8 war im Triforce Cup. Was war's? Naja, den Polarpreis-Parcours, aber wenn ich hier die Abkürzungen nicht nehme, diese ganz riskanten über diese schmalen Eispassagen, dann sollte es hier eigentlich kein Problem mit runterfallen geben. So, ich sollte es mal wieder ein bisschen besser hinlegen, das Blatt. Ja, so. So, ich bin jetzt ja im großen Nachteil, im Großen und Ganzen. Wieder, denn ich mag den Polarpreis-Parcours nicht. Jetzt kann ich es ja mal ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mario Kart 8 Let's Play gemacht habe. Ich finde den Polarpreis-Parcours relativ langweilig. Weil bis auf ja, ein paar Kurven und Spurwechsel ist hier nichts los. Da stimme ich auch Domtendo in seinem Let's Play vollkommen zu. Wo er gesagt hat, hier wären ein paar Eiszapfen und sowas ganz geil gewesen. Ich finde ihn einfach langweilig. Ich hätte mal doch wenigstens den Deluxe hier ein bisschen bearbeiten können, oder? Ja, finde ich schon. Weil der ist stinklangweilig, ganz ehrlich. Zum Zeitfahren ist der ganz spannend wegen den Abkürzungen, aber das war's dann auch. Ich kenne niemanden so in meiner Freundesliste, der in der Freizeit am liebsten Zeitfahren macht, ganz ehrlich. Zeitfahren kann man mal machen, aber so auf Dauer ist das nichts. So. Muss man ja auch einmal machen für ein Goldteil. Ich weiß nicht, welches es ist. Jedenfalls die Goldteile kriegt man ja durch überall einen Stern. Was gab's noch? 10.000 Münzen oder 10.000 Online-Punkte und ja, eben Zeitfahren. Überall den ersten Geist schlagen. Aber das fand ich auch in Mario Kart 8 schon nicht schwierig. In Deluxe hat das überhaupt keine Schwierigkeit bereitet. Ich glaube, mir fehlen noch zwei, drei Geister, aber lag hauptsächlich daran, dass ich keinen Bock hatte. Ganz ehrlich. Hat halt echt keinen Spaß gemacht. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Urlaub bei meiner Oma gemacht, ne? Ja, doch. Wenn die Fernseh geguckt hat. Beste Zeitvertreibung. Sag mal, was ist denn heute mit meiner Grammatik los? Beste Zeitvertreibung, das ist natürlich das beste Zeitvertreib. Das heißt auch Polarkreisparcours, nicht Polarpreis. Fällt mir gerade mal so ein. Boah. Ich weiß, heute im Stream wurde mir auch gesagt, das heißt Bra, aber ich sag mal Boah. Ist meine Aussprache. So, hier bin ich mit einem Hit ganz gut durchgekommen, denke ich mal. Wenn jetzt kein Blitz kommt. Nee. Okay. Ja, ein Hit ist relativ wenig. Das ist übrigens auch noch ein Triforce. Wundervoll. So, letzte Strecke. Die Hyrule-Piste. Ist meine Lieblingsstrecke übrigens in Mario Kart 8. Die feiere ich.
eins ganz mäuses Ding. Sieht hier in Deluxe natürlich nochmal minimal besser aus, wobei ich nicht so den großen Unterschied erkenne. Weil ich immer nur auf der Wii U im Handheld-Modus gezockt habe. Privat jedenfalls. Deswegen auf dem Gamepad war es 720p, aber auf dem so kleinen Bildschirm, da ist wirklich kein Unterschied zu erkennen zwischen 720 und Full HD. Na, also juckt mich das, glaube ich, eher weniger. Generell Mario Kart 8 Deluxe hat ja eine minimal höhere Auflösung, soweit ich mitbekommen habe, also zumindest eine bessere Framerate. Statt 59,97 jetzt 60, wobei ich sehe da auch keinen Unterschied. Genauso wie ich bei der Grafik eigentlich kaum Unterschied sehe. Nur die Schattierungen sind halt an manchen Stellen ein bisschen besser, vor allem das Licht-Schatten-Verhältnis. Aber sonst sehe ich hier echt nichts, so was die großen Unterschiede ausmacht. So, ich voran jetzt am Rand. Wäre natürlich bitter, wenn sie mich treffen. Das heißt, dann werde ich zeichnen, aber ist ja gerade zum Glück nicht passiert. Wenn ich übrigens einmal vergessen habe zu zeichnen, klär mich mit den Kommentaren auf. Mir fällt das manchmal selber nicht auf. Dann entschuldige mich, aber... Nee, ich merke es eigentlich schon. Zum Beispiel jetzt. Ja, zwei Triforces. Seems legit. Untergefallen und Hit. Und die Banane gerade war echt knapp gelegt. So, oh, wieso aktiviert Ludwig nicht mal so einen Kristall? Das wäre echt ganz gut gewesen. Ja, fahr halt nicht meine Linie, Ludwig, solange du Bananen hast. Danke. So, ich hatte gerade schon Schiss, dass der rote für mich war. Ich habe zum Glück jetzt gerade noch einen grünen gekriegt. So, letzte Runde. Ich bin leicht in Führung. Ich muss auch nicht Erster werden. Dritter gereicht, glaube ich. Ich habe jetzt die Punktzahl nicht mehr ganz im Kopf. Habe ich auch, ehrlich gesagt, gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Aber es sollte eigentlich alles im machbaren Rahmen sein noch jetzt. Ja, vor allem, wenn Ludwig Dritter ist, das ist dann kein Problem. 2, 3. Sehr schön. 3 Hits bedeutet Abkürzung. Und ich nehme hier unten auch jetzt auch die Abkürzung, die ich sonst immer nehme. Habe ich jetzt nicht gemacht immer. Nein! Oh, fuck, verkackt. Verkackt, da kann man eigentlich total leicht drüber springen. Ja, seems legit, dass da jetzt noch ein Blitz kam. So, aber... Ja, komm! Ja, komm! Wie viel soll noch kommen am Ende? Ja, Vierter. Ernsthaft? Really? Egal. Levi war Erster, von daher ist das egal. Aber selbst wenn Ludwig Erster geworden wäre, hätte keinen Unterschied gemacht. Oh, würde man sagen, Challenge bestanden. So, ich drehe es mal kurz um und zeige es mal einmal ran. So sieht das Ganze jetzt im Endeffekt aus. Wunderschön, ich weiß. Vor allem das ganz Kleine da, was ich in der Not noch schnell gezeichnet habe beim Blitz, glaube ich. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann. Ciao.